North, was ist denn passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Kein Verbrechen gegen Androiden soll ungesühnt bleiben. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Viele Schaufenster wurden eingeschlagen, Autos beschädigt und in Brand gesetzt. Und viele Stadtteile Detroits versinken im Chaos. Eigentum wurde schwer beschädigt und in mehreren Vierteln in der ganzen Stadt wüten noch immer Brände. In der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte die Leichen von 2 Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten?